Menschen heute Geld verdienen. Und wenn ich mir die Truppe heute angucke, dann glaube ich, dass sie alle Geld verdienen werden heute. Interessant. Ja. Die sehr motiviert. Ist das eine Drohung? Sehr motivation. Es ist sehr schwer heute. Ja? Es wird sehr schwer. Aber Bange machen gilt. Ich mache nicht Bange, ich sage die Wahrheit. Ich fange vorne an. Zum Beispiel, dann wollen wir mal gucken. Gleich die erste Frage. Ne, kommt von Tanja Neumann. Sie wohnt in Karben. Und Tanja möchte wissen, wen oder was bezeichnet der Österreicher als Nudelfriedhof? Ja, ganz seid ihr dran. Die Schweiz. Bitte was? So, jetzt können wir die nächste Frage machen. Warum die Schweiz? Die Schweiz, weil die Österreicher... Da wird ja traditionell der Käsefondue gegessen, oder? Ja, in der Schweiz sind Nudeln verbannt worden, damals im Jahre 1872 ungefähr. Damit das Käsefondue... Damit das Käsefondue ganz nach vorne kommt. Richtige Antwort von Mario Barth. So. Ich weiß, ich möchte lösen. Bitte gerne. Luciano Pavarotti. Ja, weil der isst so viele Nudeln, doch immer Pasta. Ist ja deswegen so lustig, weil. Genau. Ich dachte erstmal einfach, weil der verarbeitet ja sehr viel Nudeln. Genau, man nennt ihn ja auch deshalb Cimitero della Pasta. Ja. Also der Nudel. Ja. Oder Al Dente ist auch sein Name. Al Dente. Albani und Al Dente. Ja, genau. Ja. Gut. Sehr hübsch. Okay. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Gut. Ja, aber das ist richtig jetzt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nudelfriedhof. Nudelfriedhof. Du hast noch gar nichts gesagt. Der Österreicher. Ja. Das hat einen Grund. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, man sagt, du bist eine dumme Nudel. Und vielleicht sagen die nicht nur, du bist eine dumme Nudel, sondern die ziehen Konsequenzen. Dann werden die beerdigt danach. Also, der Österreicher an sich. Ja, Nudelfriedhof. Ja, Nudelfriedhof. Wen oder was war? Wen oder was bezeichnet, wen oder der, was? Aha. Wen oder was bezeichnet der Österreicher als Nudelfriedhof? Lass uns mal kann es sowohl was Gegenständliches als auch eine Person sein? Oder willst du uns mit dieser Fragestellung jetzt nur aufs Glatteis? Nein, ich möchte also wenn ich, es ein Nudelfriedhof wäre, dann wäre ich ja durchaus beim Kastrieren von Kater in einer Arztpraxis. Ja, aber bei der Nudel auch. Man sagt jetzt im primären Geschlecht. Ja, aber bei der Kastration werden doch nur die Eier. Die Eiernudeln. Eiernudeln. Eiernudeln, ja. Bei einer Fimose, dann hätte man die Nudel wieder im Spiel. Ja. Das weiß auch kaum jemand, dass das eine Vorhautverengung ist. Natürlich. Und nur einer in der Runde weiß, natürlich wie weh das tut. Ne? Natürlich. Fimose-Antwort. Totenstille, egal. Ja. Ja. Wo waren wir? Beim Nudelfriedhof. Aber es könnte doch tatsächlich einfach der Ausdruck, der launige österreichische Ausdruck für ein italienisches Restaurant sein. Es ist der launige österreichische Ausdruck für etwas, ja. Ja, ja, aber nicht für einen Italiener. Natürlich. Wie ist das denn mit sowas wie ein tiefer Teller oder ein großer Teller? Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es um die richtige Nudel geht, das Gericht. Ja. Vielleicht ist damit eine italienische Toilette gemeint. Ich würde das. Naja. Auf Italienisch dann? Closetto della Pasta. Ja, Cabinetto Morto. Vielleicht Closetta della Pasta Laguna. Ja. Vielleicht. Pasta Laguna klingt zu gut. Eigentlich. Ich glaube, das ist der Ausdruck für sämtliche Passstraßen in Österreich. Pasta-Straßen. Pasta-Straßen, ja. Für die sämtlichen Pasta-Straßen von Österreich, die von Süden Italien nach Norden gehen, weil die ganzen Italiener mit ihren fucking Fiats auf halber Strecke einfach verrecken. Dann wird es ja Fiat-Friedhof heißen. Naja gut, aber... Nein, im Volksmund sagt man Nudeln. Zum Fiat. Ja. Aha. Das konnten Sie nicht wissen, Herr Walter. Natürlich nicht. Aber Herr Walter, jetzt mal Butter bei den Fischen. Ja. Wir sind in einem Lokal, wir sind in einem Restaurant. Nein, wir sind im Studio. Aber ist egal. Ja. Nein, wir sind auch nicht in einem Lokal. Auch nicht, was diesen Begriff anbetrifft. Das überhaupt ist also auch nicht das Döschen, wo der Parmesan wohnt. Überhaupt nicht. Wo der wer wohnt? Parmesan, Nudel, Parmigiano, Reggiano. Das Döschen, wo der Parmesan wohnt. Da muss man erst mal einmal drauf kommen auf den Satz. Ja. Lass uns doch mal das Pferd von vorne aufzäumen. Was ist denn überhaupt eine Nudel? Eben. Bernhard. Ist es die klassische Nudel oder ist es vielleicht ein Hilfsgerät, wie zum Beispiel die Poolnudel, die wir mal hatten, ein längliches. Und Friedhof kann doch eigentlich, wenn ich das aufgreifen darf, Friedhof kann doch eigentlich auch nur eine Metapher sein. Ja. Vielleicht ist es aber auch, Nudel heißt Auto und es ist ein Schrottplatz. Hatten wir ja eben schon mit dem Fiat, war ja falsch. Oder vielleicht die letzte Ruhestätte für Spaßvögel. Also man sagt ja auch Ulknudelfriedhof. Ja. Sehr gut, Oliver. Natürlich. Ulknudelfriedhof. Das war zu lang für das Schild und darum hat man Ulk weggelassen. Ja. Was für ein Schild? Der Bezeichnung des Friedhofes. So. Ich glaube nicht, dass es dafür ein Schild gibt in Österreich. Ulknudel, ich glaube, das ist eine Redewendung. Nicht Ulknudel, Nudelfriedhof. Nudelfriedhof, natürlich. Lass uns erst mal klären, was eine Ulknudel ist. Nein. Nudelfriedhof ist, glaube ich, eine Bezeichnung für schlecht gemachte, wirklich schlecht gemachte Nudeln. Ja, das war weder richtig noch lustig machen. Und damit hast du das Ziel dieser Sendung nicht erfüllt. Wir würden dich bitten, jetzt zu gehen. Dafür gibt's Applaus.
Dankeschön. Das war ich gerade gesagt. Das war nämlich richtig. Den jungen Kollegen rausmobben. Die Heller möchte was sagen. Der Österreicher an sich ist ja wirklich drupp. Ja. Ist es vielleicht die Bezeichnung für einen Buff? Ein Buff? Ein Freudenhaus? Komm, wir gehen heute in den Nudelfriedhof. Nicht. Nicht für einen Puff. Aber wir sind medizinisch. Bei einem Urologen. Kastrateur. Ja, nein, hallo. Aber wir sind im Rotlichtmilieu. Nicht unbedingt. Vielleicht ist es ein weiteres nicht Werk unbedingt der Zauberigkeit von André Heller. Könnte das sein? Der die berühmtesten Kurtisanen. Ja, das ist so schön. Ja, der Nudelfriedhof. Und ist mit einem Duft von Kardamom. Könnte sein, oder? Könnte doch sein. Ja, großartig, aber falsch. Ja, aber falsch. Warum hat der Ball jetzt die Richtung gesagt, kein Puff? Es hat kein Puff. Es ist eine Bezeichnung für einen Ort. Nein. Wir wären mal bei Friedhof. Also schon mal bei was? Also nicht wen, dann sind wir bei wen, nicht was. Wer ist ein Nudelfriedhof? Weil der, ein Ort ist... Na, wen oder was? Genau, deswegen dachte ich ja Pavarotti. Also ein Mensch, der viele Nudeln verzehrt und verdaut. Das war ja eben schon falsch. Nein, das war ja gerade schon falsch. Hat es was mit Geschlechtskrankheiten zu tun? Sind wir ja beim Tripper? Ja, das ist doch super. Nudelfriedhof. Nicht unbedingt. Das nicht unbedingt ist oder ein Penisbruch. Bruchstätte, eine Penisbruchstätte. Eine Penisbruchstätte? Eine Penisbruchstätte. Ja, der Ort ist ja Bruchsal. Friedhof. Nein. Bruchs. Also der Österreicher, soll ich es euch sagen? Ja, bitte. Es ist ganz einfach. Ja, natürlich. Frage, wen oder was bezeichnet der Österreicher als Nudelfriedhof? Eine Nymphomanin. Gratuliere Ihnen. Sehr, sehr schön. Ich war eben kurz davor, Gina Wild zu sein, aber habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, nicht wieder die Ebene. Jetzt weiß ich auch, ich hatte mal eine Affäre mit einer aus Wien, warum die nach dem Sex gesagt hat, Miracoli ist fertig. Jetzt kriegen wir das hin. Wegen der roten Soße überall. Oh. Das kann man schneiden. Ich mache mal die nächste Frage. Das wird sonst, artet sonst aus. Also, gesagt. Hannelore Brauer-Sasserath. Sie wohnt in Düsseldorf und möchte wissen, warum wurde das doppelte Lottchen, kennen wir alle, Erich Kästner, 1949 offiziell als für Kinder nicht empfehlenswert eingestuft. 49. Das doppelte Lottchen. Da gab es die Bundesrepublik noch nicht, aber wir befinden uns das Buch vier Jahre. Das Buch ist 1949 zum ersten Mal erschienen. Erich Kästner hat es geschrieben und es wurde offiziell als für Kinder nicht empfehlenswert eingestuft. Das ist ja unglaublich. Da hatte der gerade im Faschismus, war er schon verboten und da kriegt er wieder eine Zensur wegen dem doppelten Lottchen. Also für Kinder. 49? Für Kinder, für Kinder nicht empfehlenswert. Aber nicht jetzt unbedingt Ost oder West, sondern hallo, irgendeiner. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil das doppelte Lottchen, das ist total schwer auszusprechen. Und für Sie jetzt. Ja, aber deshalb durfte ich das nie lesen. Ja. Das ist so albern jetzt. Du hast gerade einen Freund verloren. Also wer hat das denn, gelesen? Was kommt denn im Lottchen vor? Was kommt denn im doppelten Lottchen vor? Außer, dass da zwei Zwillinge sich irgendwie treffen und denken, hallo, wir sehen uns aber sehr ähnlich. Und die Eltern wieder vielleicht zusammenbringen wollen. Die weil die Eltern geschieden waren. Richtige Antwort. So! Ab heute heißt die Sendung kongenial richtig. Also, als nicht empfehlenswert für Kinder wurde das Buch damals von offizieller Stelle eingestuft, weil eine Scheidung damals noch als völlig unmoralisch galt. Thema, das auf gar keinen Fall in ein Kinderbuch gehören durfte. So sieht das aus. Hanlo, tut mir leid, Sie sind heute einfach zu intelligent. Und heute darf Daniel Kübelböck einfach seine Autobiografie schreiben. Ich wünsche mir die Zensur zurück. Nein. Wir kommen zu Sandra Telcher. Sie wohnt in Bad Schönborn. Das liegt in der Nähe von Karlsruhe in Baden-Württemberg. Sandra hat folgende Frage. Warum hat ein indischer Familienvater im Juni 2003 seine 9-jährige Tochter mit einem Hund verheiratet? Weil die war so hässlich, da wollte kein... Vielleicht war ein deutscher Schäferhund und sie konnte dadurch... Deutsch lernen. Ganz einfach, weil die sehr komplex, die Frage. Warum hat ein indischer Familienvater im Juni 2003, noch gar nicht so lange her, seine 9-jährige Tochter mit einem Hund verheiratet?
Also ich kann ja schon gar nicht drüber nachdenken, so zum Kacken, finde ich diese Frage. Nein, vor allem, es ist auch gar nicht statthaft. Nee, aber der Inder an sich ist ja sowieso so bescheuert mit seinen Töchtern. Die werden ja auch gerne mal verbrannt, weil es irgendwie nicht passt. Reinkarnation ist das Thema. Und das könnte gut wegen sein. Wegen des Hundes oder wegen der Tochter? Der Hund. Und zwar, die Tochter ist neun. Die Tochter war ein Pinscher früher. Die war früher mal ein Pinscher. Richtig. Nein, der Hund ist eine die Reinkarnation von ihrem anderen neunjährigen Freund. Der... Jetzt bin ich mal gespannt, wie du aus der Nummer wieder raus. Ja. Nein, wir sagen jetzt einfach mal die nächsten 10 Minuten nichts und hören dir nur zu. Ich hätte sie wurde versprochen irgendeinem anderen indischen Kumpel. Und dann hat er irgendwann gesagt, als sie 9 war, ich will meine Tochter nicht diesem Typen da geben, diesem Afghanen geben. Ja. Ja. Was ja auch eine Hunderasse ist. Die man rauchen kann im Übrigen. Richtig, die kann man auch rauchen, diese Hunde. Ja. Und diese Afghanen hat nur so gemacht. Genau. Ich weiß es nicht. Ja, Olli. Ich hatte die Idee, dass vielleicht, da ja die indischen Töchter nicht gerade reich geboren werden, ich unterstelle jetzt mal, dass das hier der Fall war, vielleicht hatte dieser Hund einen Werbevertrag mit Frohlich, einen hochdotierten, und dadurch eine gewisse... Nun gut, ein bisschen abwegig, aber... Nicht besser als mein Vorschlag. Okay. Ich glaube, der Mann war einfach sehr arm, dieser Familienvater. Das hat damit was zu tun. Und wenn er nämlich seine Tochter verheiratet, dann muss er eine Mindestaussteuer bezahlen. Und so Hunde, das weiß man ja, sind ja bekanntlich sehr, die brauchen ja nicht so viel, um glücklich zu sein. Ist ein Teil der Art. Aber warum deutscher Schäferhund? Ein das Teil ist die Frage. Der Art. Was überhaupt ein deutscher Schäferhund? Nein, nicht ein deutscher Schäferhund, das kam ja von euch, das habe ich ja nicht gesagt. Weiß ich, was das für ein Hund war? Ein indischer Gazellenbiber? Ein indischer Gazellenbiber? Ich weiß es nicht. Ein Tipp? Nein. Er hat sie verheiratet mit diesem Hund, weil das Herrchen... Ich wäre so gern bei der Trauung dabei gewesen. Was sagt so ein Hund, wenn die Frage gestellt wird? Ich bin da ganz nah bei Hella. Ich finde diesen Vorgang so unfassbar. Der ist unfassbar, aber wir sind in Indien und nicht in Deutschland. Herrchen von dem Hund hat so viel Kohle gehabt, dass der arme Vater seine 9-jährige Tochter mit dem Hund verheiratet hat, damit er ein bisschen Kohle bekommt. Nee, das ist nicht der. Vielleicht ist das Mädchen blind? Nein. Nein. Das wäre ja ein herrlicher Trost, hätte ich. Also gut, die wollten Cola, und vielleicht gibt es ja in Indien zu jeder Hochzeit was dazu. Vom Dorf. Also ich gebe euch einen kleinen Tipp noch. Genau. Dieser Mann, dieser Vater folgte mit dieser Aktion dem Rat seines Dorfes. Und der war, diese Hochzeit rettete das Dorf. Vor wem? Warum? So Vor allem. Vor Schnee und Wasser und Regen und vor Katzen. Vor Katzen. Richtig. Also der Dorfälteste in Indien. Da ist es ja so, dass der ja auch so mystische Funktionen übernimmt. Der hat also was gesagt wie, du bist ein armer Mann. Und wenn du deine Tochter verheiratest und es dabei schaffst, kein Geld bezahlen zu müssen, und der Mann nicht widerspricht, dann bekommst du viel Geld in deinem Leben. Also dann hat der Mann was gemacht. Zu wenig heiratsfähige Jünglinge in dem Dorf. Die mussten auf den Hund ausweichen. Ja. Aber es gibt doch total viele. Nein, Männer. War das ein Rüde oder war es ein Weibchen? Hilf uns doch mal. Ich würde Sie auch bitten, nicht immer alles zu belachen. Das war durchaus ernst gemeint. Ich würde auch die Gruppe ermutigen wollen, Hugo mehr Tipps abzutrotzen. Ja, das werdet ihr aber nicht schaffen. Nein, da stehen ja nicht mehr Tipps auf der Karte. Sie musste, hat das was damit zu tun, dass sie 9 Jahre alt war und sie musste bis zum 9. Lebensjahr irgendwie verheiratet? Nein. Natürlich aber nicht. Mit der Aussteuer hat es zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Familie sehr arm war und dass es nicht genug heiratsfähige andere Jünglinge weniger. Aber und dass der Hund mit Sicherheit schon tot wäre, wenn das Mädchen im heiratsfähigen Alter ist. Auch falsch. Aber vielleicht Armut. Die waren arm. Habe ich ja gesagt, aber das ist nicht der Hauptgrund. Die waren arm und sein Sohn oder seine zwei... Es ist sehr kompliziert, ich kann ein Bild malen, wenn das sagen muss. Sein Sohn oder noch jüngere Tochter wollten heiraten, was sehr günstig für ihn gewesen wäre. Jetzt hieß es aber, das geht nur, wenn zuerst diese eine Tochter, XY, nennen wir sie mal 9-Jährige, wenn die verheiratet ist. Das hat er jetzt mit dem Hund gemacht. Somit waren die...
Es ist ja, jetzt mal Spaß beiseite, um auch mal ein Stück weiterzukommen. Es ist ja bekannt von den Indern, von den Yogis zumal, dass die morgens, und das ist von dem ehemaligen indischen Ministerpräsidenten, das ist ja wirklich überliefert, dass der seinen Mittelstrahlurin trank. Sein wen? Seinen Mittelstrahlurin. Da gibt es ja ganze Bücher drüber. Herzlichen Glückwunsch. Und der Mittelstrahlurin von Hunden? Ja. Herr Herbst, bitte. So, ich also, der musste seine Kinder alle unter die Haube bringen. Die Kleine war aber noch nicht weg. Ich sag's euch jetzt. Ja, ich sag's euch. Also, dem Mädchen war aus dem oberen Gaumen ein Zahn gewachsen. So raus. Und dieses bedeutet großes Unheil beim Stamm der Santai. So heißt der Stamm, dem diese Familie angehört. Der Dorfälteste riet dem Vater, seine Tochter sofort zu verheiraten, um das Unglück abzuwenden. Und weil der so arm war, dass er keine Hochzeitsfeier mit einem Mann bezahlen konnte, ließ er seine Tochter mit einem Hund vermählen. Aber Hugo, das fand nicht bitte im Jahre 2003. 2003. Rund 100 Gäste nahmen an der Zeremonie teil. Die Polizei konnte gegen diese Trauung nicht vorgehen. Hochzeiten mit Tieren sind bei den Santai allgemein üblich. Und du warst Trauzeuge? Ich war Trauzeuge. Sandra Telcher kriegt 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. München und hat eine sehr schöne Frage. Und Klaus möchte wissen, was ist ein Reichweitenverlängerer? Das habe ich zu Hause, weil ich muss ja manchmal, wenn ich... Immer an sich. Ja. Nein, ich glaube, das ist ein Reservetank. Wo? So, fertig die Antwort. Am Flugzeug, am Auto. Unter einem Kampfflugzeug. Ja. Weil das sind extra Tanks, die werden abgeworfen. Macht Sinn. Sehr gut. Falsch. Ah. Habe ich Flugzeug gesagt? Ja, kann nicht sein. Ich glaube, das aber sind es ist ein Zusatztank. Flugzeug ist gar nicht so schlecht. Es ist kein Zusatztank. Nein. Ein Reichweitenverlängerer. Und Flugzeug ist gut. Flugzeug ist nicht schlecht. Am Flügel, rechts außen, hat zum Beispiel, hat man aufgrund der Bionik, keine Ahnung, was das ist, aber es klingt verdammt intelligent im Moment, hat man seitlich außen so Flügel rechts und links hoch und runter gemacht. Damit spart man viel Treibstoff, erhöht die Reichweite und man hat es abgeguckt von den Adlern, weil deren Flügel am Ende flattern. Ist klar. Noch jemand irgendwie? Was war doch Flugzeug, bezieht sich die Reichweite auf die Möglichkeit, auch weiter zu funken? Also vielleicht ist es eine besondere Funkantenne, die die Möglichkeit dann eröffnet, dass man, weiß ich nicht, in einem größeren Radius Funkfeuer von sich gibt oder so etwas? Nee. Nein. Ich habe das Gefühl, es ist kein technisches Ding. Ich glaube, es ist so eine Erfindung. Ist es denn einem Pötter-Pötter-Flugzeug oder einem Segelflugzeug? Das ist egal. Ich glaube, das Flugzeug an sich. Die Bordtoilette, glaube ich, ist das. Und zwar, ja. Ich dachte ehrlich gesagt auch wieder an Urin. Was soll denn das jetzt wieder? Nein, an Wasser lassen bei alten Herren. Das ist vielleicht dann so ein Apparat, der dafür sorgt, dass. Ja, und ich sagte, wie er funktioniert. Ja, und zwar, das hängt nämlich auch mit der Bionik zusammen. Ja, folgendes: Die Toilette geht auf. Und dann kann man unten aus dem Flugzeug rausgucken. Dadurch entsteht ein Unterdruck, sozusagen ein Sog. Dann, und man kann sich rückwärts. So. Nicht am Bahnhof! Nicht am Bahnhof! Nicht am Bahnhof! Bitte nicht spucken! Also, ich hätte jetzt getippt, dass halt durch diesen Unterdruck ein Sog entsteht, sodass man sich auch bequem an die Tür anlehnen kann. Und der Unterdruck, der verändert die Parabelfunktion des Urins. Könnt ihr mir vorstellen, dass Klaus Thonbauer jetzt ungefähr seit eine Minute ziemlich zitternd zu Hause sitzt. Ich möchte trotzdem lösen. Wegen warum? Der Toilette, oder was? Weil er das Geld kaum erwarten kann, dass Nein. er mit Sicherheit überwiesen kriegt. Oh, Toilette ist richtig. Ein Reichweitenverlängerer ist eine Tablette Viagra. Nein. Das ist ein Reichweitenerlanger. Das ist ein Härter. Bleibt mal bei dem Thema. Toilette-Flugzeug. Toilette-Flugzeug. Druck-Toilette. Tank. Viel einfacher. Ein Reichweite. Die Toilette. Was für eine Toilette? Die Flugzeugtoilette, die Bordtoilette, die Kapitänstoilette. Die Stewardess-Toilette. Die Toilette mit drei Streifen. Also Toilette ist gut. Ach, ist das die Stewardess, die dem die Pissflasche hält? Nein. Hält, oder was? So ein Kapitänstoilette. Natürlich. So, Frau von Sinn. Frau von Sinn, lassen Sie mal die Stewardess weg.
Also es ist die, Pissflasche vom Kapitän. Nein. Es ist die. Das ist ein Reichweitenverlängerer. Nein. Ja, das haben wir recht. Da drin? Das habe ich jeden Morgen. Das habe ich eben gesagt und da habt ihr mich alle ausgelacht. Bei alten Herren ein Apparat, wo man den Urin. Habt ihr alle gelacht? Ja. Damit um nicht landen zu müssen, wenn die Blase drückt. Alte Männer fliegen keine Flugzeuge. Schließt sich der Pilot mal kurz an diesen Reichweitenverlänger an, ist der Fachausdruck. Diese Plastikflasche absolut geruchslos, geruchs- und flüssigkeitsdicht. Das will ich hoffen. Wird auch in Studios benutzt, damit der Moderator längere Sendungen. Das ist jetzt Hubert Spina. Klaus, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss das gelten lassen, Toilette. So sieht das aus. Ja, wie gesagt, habe ich morgens auf dem Kaffeetisch so. Sieht das aus. Mit Blümchen dran, blaue Blüte aus Porzellan. Und wenn es frisch drin ist, kann man noch Vorsicht. Mein Verlänger ist gerade runtergefallen. Und wenn es ganz frisch ist, kann man noch mit bügeln, weil es warm ist. Ja. Heiß Wasser und dann bügeln. Natürlich. Ihr seid kann man sehr, auch die Uniform noch aufbügeln. Und überhaupt, wenn man reingeht, also nicht hinterher und zu, ist es ja heiß. Und dann kann man noch gleichzeitig das Jackett bügeln. Natürlich. Das ist auf langen Reisen ja nicht schlecht. Manchmal bin ich so müde. Olli, es gibt sehr viel Traurigkeit in deinem Natürlich. Leben. Natürlich. Wir kommen zu Christina Knorr. Sie wohnt in Tralau, liegt in Schleswig-Holstein. Christina möchte Folgendes wissen. In Lübeck gibt es eine Straße, die Tittentastergang heißt. Natürlich. Oh, das wusste ich. Tittentastergang. Wie kam diese Straße zu ihrem Namen? Tittentastergang. Wegen Nutten. Wegen... Klatschen Sie ruhig. Ich nehme an, das wird ein alter, berühmter jüdischer Gynäkologe gewesen sein in Lübeck. Der Jude an sich hat doch gerne mal so lustige Salomon Berufs- Tittentaster. Ja. Tittentaster, Mammographie, hallo hier. Ich mach aber. Es hat was damit zu tun, Frau von Sinn, aber. Aber es ist Gang, glaube, das wie der Gang. Tittentaster Gang. Der hat diesen Apparat zur Mammographie erfunden. Wer? Der Klaus Tittentaster. Ich glaube, das ist ein Weg gewesen, wo ganz normal die Kühe früher durchgeschleust wurden. Und dann haben die Euter geprüft. Ja, dann würde es doch Eutertastergang heißen. Nein. Nein, die haben ja auch Spaß gehabt im Mittelalter. Also. Ich finde das von Heller gar nicht so schlecht. Der Gynäkologe ist gut, glaube ich. Gynäkologe ist total verkehrt. Aber Tittentasten, also im Prinzip Abtasten der Brust, sagten Sie, das ist der richtige Ort. Das hat was damit zu tun. Ich glaube, im Mittelalter hat man, gab es ja Hebammen, also Frauen, wie heißen die, Ammen, die fremde Kinder gesäugt haben. Ja. So, jetzt möchte man natürlich als Familienmutter oder Vater, möchte man natürlich eine hervorragende Brust für sein neugeborenes, fremdgesäugtes Kind haben. Geht in diese Titten. Finde ich sehr gut. Wir sind ja alle ständig auf der Suche hervorragend. Und dann fühlt Mama... Was? Und dann fühlt Mama, wo ist also im Prinzip die ein Markt beste Titte. Für Brüste? Richtige Antwort. Ja! Ich habe gerade nicht zugehört. Was hat Bernhard gesagt? Aber haben die echt früher schon zu Brüsten Titten gesagt? Also ja, im 18., 19. Jahrhundert stillten die Frauen von reichen Kaufleuten ihre Kinder nicht selber, sondern es wurden Ammen beauftragt und sie schickten sogenannte Prüfer in eine Straße, wo damals die Ammen der Stadt wohnten. Und die tasteten dort die Brüste der Ammen ab, bevor sie eine Amme an den Auftraggeber vermittelten. Daher der Name dieser Straße, Tittentaster. Das war so ein amtlich bestellter Tittentaster. Das war ein amtlich bestellter Tittentaster. Das wäre doch was für Sie, Herr. Ich mache eine Umschulung. Da läuft Ihnen das Wasser in der Mule zusammen. Ich gehe morgen zur Volkshochschule, beantrage eine Umschulung. In Lübeck. Ja, natürlich. Christina, tut mir leid. Ja. Wir kommen zu Else Frank. An sich aus Essen, heute hier. Wo? Else ist übrigens ein schöner Vorname, Else. Ja, weil ich habe erst Else verstanden. Nein, nicht Else. Das heißt nämlich, ich dachte auch, die Dame wäre ein Stimmbruch. Also eigentlich Frank Else. Else, ja. Else Frank. Else. So, Else hat eine schöne Frage. Es geht um 500 Euro Cash auf die Hand. Was ist das Sardinenbegräbnis, möchte er wissen. Eine Konservendose. Ja, nein. Läge sehr nah, deshalb sage ich es nicht. Sehr eng, ein sehr enges Begräbnis. Ein Armenbegräbnis? Sardinenbegräbnis. Wo mehrere Leute in einem Sammelgrab... Also ein Armenbegräbnis. Gut, man sagt doch auch, wie die Sardinen ausstanden. Ja. Ja. Nee, ja.
Nein, man redet ja bei Urlaubsorten auf Mallorca sagst du vom Teutonengrill. Und wenn die Deutschen dann zurückfliegen und der Flieger stürzt ab. Es hat aber dann, was mit einem Familie. Es ist nett gemeint. Es hat was mit einem Familiengrab zu tun, was ganz, wo man ganz. Sie nicken, das heißt nein. Richtig. Gut. Aber du siehst ihn noch. Ist es ein Begriff aus der Fischerei? Aus nein. dem Hochsee? Wir reden mit Elze, Hugo. Nein. Ich weiß, aber Elze wird nichts sagen. Oder kommt drauf die Schmerzen an, die der kriegt. Irgendwann packt er aus. Also, Sardinenbegräbnis. Was könnte das sein? Vielleicht also, sind das etwas tiefer gelegte Liegestühle, wo sich unkluge Frauen mit etwas zu viel Öl eingerieben längere Zeit in der Sonne aufhalten. Ich stell mir das gerade vor. Womit wir wieder beim Teutonengrill wären, ja. Ich glaube, wir sind ja auf dem Öl, weil Sardine kann ja auch Öl bedeuten. Ja, nein. Bin ich denn jetzt richtig mit der Schrottpresse? Sardinenbüchsen, Autos, wupp, ach wupp, so. Wupp, Press, Sardinen. Ja, dann wäre es ja ein Sardinenbüchsenbegräbnis. Es ist aber nur ein Sardinenbegräbnis. Naja, Sardinen in der Büchse. Hat das mit Enge zu tun? Überhaupt nicht. Natürlich nicht. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass da, wo die Fischgründe sind, wo sich Sardinen in Wahrheit aufhalten, dass man denen den Lebensraum entzieht. Wo halten die sich denn in Wahrheit auf? Das im ist Wasser. Geheim. Im Wasser, Herr Balder. Immer im Wasser. Es gibt auch ein paar über dem Wasser, aber die sind eben, wie gesagt, vielleicht sind das suizidgefährdete Sardinen, die sich sogenannte Sardinenlemminge. Ja, genau, ja. Die sich von sich aus dem Feuer hingeben. Aus dem Wasser stürzen. Ja, sogenannte fliegende Fische. Ja. Sardinenbegräbnis, ist das nicht einfach mit nur... Mit Feuer hat das was zu tun, ja. Aha. Mit Feuer. Aha! Elze, den Rest machst du. Sardinen, es hat was mit Feuer zu tun. Hallo? Ich glaube, es ist ein Begräbnis... Hat es auch was mit Sardinen zu tun? Wir müssen vielleicht mal von der Sardine als Fisch abrücken. Oder, Hugo? Ich glaube, du bist der Einzige, der die Sardine noch... Mit der Sardine als Fisch zu tun? Nein. Oder was? Es geht irgendeine Verbindung muss es ja geben. Es geht um eine entweder Form, hat sie die Enge, seine Idee war am Anfang sehr aber Nudelfriedhof hatte am Ende auch nichts mit Miracoli zu tun. Stimmt. Verstehst du? Habe ich anders erlebt. Hat nichts. Wir wurden eben Zeuge davon. Ja. Hat nichts mit der Sardine als Fisch in dem Sinne zu tun. Als lebenden Fisch zu tun. Aber mit Feuer. Menge. Viele, oder klein, wegen klein. Sardinen sind ja klein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sardinen wieso? Wird das irgendetwas klein. Ganz ja. anderes sein. Und wenn es mit Feuer zu tun hat, wird irgendwas entsorgt oder verbrannt. Und Sardinen sind eben nicht diese kleinen Fische, die wir sie alle kennen. Und ich auf der Pizza übrigens sehr schätze. Die sondern Sardine ist irgendwas anderes. Das ist ein flapsiger Begriff. Aus dem Jagdbereich vielleicht? Nein. Vielleicht eine alte Apfelsorte. Vielleicht ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Wir kennen es unter einem anderen Namen. Feuerbestattung. Sie meinen jetzt Sardinenbegräbnis oder das Sie meinen Sardine kennen wir unter einem anderen Namen? Sardinenbegräbnis. Feuerbestattung ist gut. Die Kohle ist ganz falsch. Hat es denn über? Du hast es mir noch vorgesagt. Hat es überhaupt irgendwas mit menschlicher Begräbnisritualität zu vielleicht tun? Das ist das Osterfeuer, wo immer her. In Essen, das Osterfeuer. In Osterfeuer in Essen, das berühmte Grill, Essener ein Osterfeuer. Grillfest, Barbecue. Das wüsste ich als Katholik. Das genau. ist, kann es nicht sein. Ist. Barbecue ist es auch nicht. Hat was mit Feuer zu tun? Elze sieht gut aus, sieht sehr, sehr gut aus. Wir kennen das unter anderem. Elze, du siehst nicht mehr lange gut aus. Vielleicht ist ein Sardinenbegräbnis nichts anderes, als wenn man eine abgelaufene Heringsdose wegwirft. Nein, das ist ja was mit Feuer. Es ist was mit Feuer und es hat mit der Sardine, aber nicht dem Fisch. Ich bleibe trotzdem noch mal bei dem Öl. Weil ich könnte mir vorstellen. Ja, mach doch. Natürlich. Das war es eigentlich auch schon. Nein. Ich werde es euch sagen. Ich bleibe bei ganz weit weg und werde nicht drauf kommen. Das Sardinenbegräbnis ist der traurigste Moment beim Karneval auf den Kanarischen Inseln. Wir kennen es unter Nubbelverbrennen. Am letzten Tag wird eine riesige Sardine aus Pappmaché symbolisch verbrannt. Das sogenannte Sardinenbegräbnis markiert das Ende der fünften Jahreszeit des Karnevals auf den Kanarischen Inseln. Jetzt wissen wir das auch. Und Elze Frank kriegt jetzt 500 Euro Cash auf die Hand. Ich bin sehr begeistert. Das war das letzte Mal, dass wir beide nach La Gomera geflogen sind. Wenn Sie auch so eine schöne Frage haben, meine Damen und Herren, können Sie schreiben, genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie können auch anrufen, 01378-10F20, einfach eine Mail, fragen@genialdaneben.de. Oder Sie trauen sich ins Studio. Oder Sie trauen sich ins Studio, natürlich. Michael Drag
wohnt in Bremerhaven und Michael, den ich jetzt ganz herzlich zu Hause begrüßen möchte, hat folgende Frage. Warum hängt am Kirchturm im französischen Saint-Mère-Église eine lebensgroße Puppe? Die ist von der Nubbelverbrennung hängen geblieben. Die ist von der Nubbelverbrennung hängen geblieben. Was ist das denn für eine Puppe, Herr Balder? Ist das eine Barbie-Puppe, eine Käthe-Kruse-Puppe, eine Schaufenster-Puppe? Eine große Puppe. Eine Puppe ist ja ein großer... Eine lebensgroße Puppe. Die ja, hängt da so. Menschengroße Puppe. Lebensgroße Puppe hängt da. Naja, lebensgroß sagt ja jetzt mal gar nichts. Das kann ja... Ja, also... Geht bisschen ja, eine sehr kleine Puppe. Ich finde es nicht schön, dass du immer so auf dir rumhackst. Ich wollte dir... Das sollten wir mal machen. Am Kirchturm. Am Kirchturm im französischen Saint-Mère-Église. Ein wunderschönes, typisch französisches Örtchen, im Übrigen. Mhm. Und ich glaube, es ist ein altes Voodoo-Ritual. An der Kirche. Ja, das haben die bis heute auch nicht verstanden, wie das... Ich meine, die Franzosen sind ja eh sehr komisch. Also im Eifel... Fresse. Den haben wir vorher einstudiert, deshalb kam der gerade nicht so spontan. Sollen wir nochmal? Ja, ja. Noch ja, genau. Die Franzosen sind ja an sich sehr komisch. Und mich fresse. Und zwar haben die im... Das können wir tagelang machen, wir beide. Ja, ja. Nur dumm, dass ich dabei den Faden verliere. Das ist übrigens ein schlechter Werbespot für Tampons. Den Faden verlieren? Ja. Hast du recht? Natürlich. Ja, hast du recht. Ja, das ist ja. Natürlich. Kinder, komm, wir haben hier Fragen. Sag mal, interessiert dich noch irgendeine Puppe, das, was ich lebensgroße. Lebensgroße. Vielleicht wird das mal ein lebensgroßer Schmetterling. Ja, wie schön! Oh, da hat sich was verpuppt. Ja, ja, hat sich verpuppt. Ein Kokon. Nein, aber ist es dennoch, diese Puppe, ist sie ein Symbol, wo die Bewohner dieses Örtchens ihre guten Wünsche oder ihre bösen Wünsche ablegen können oder mit Zettelchen bespicken können? Wird diese Puppe abgelassen? Wird Nein. die zum Boden? Hängt die das ganze Jahr über da oben? Mit der wird auch nichts gemacht. Die wird nicht verbrannt, nicht abgeschossen, so wie beim Schützenfest. Ja, wer die ja. abschießt, kriegt irgendwie das nächste Kind im Dorf oder irgendwie so ein Quatsch. Oder die hängt, Schäfer diese Puppe hängt, die hängt immer da. Sie hat sogar noch ein kleines Utensil, das ich euch aber leider nicht sagen kann. Natürlich. Weil ihr dann natürlich drauf kommen könntet. Genau, eine Baskenmütze. Und ein Baguette. Und ein Schnurrbart. Ja. Ja. Und eine Gouloise hier dran. Wie der Franzose sagen würde, wuff, 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 wuff. Ja. Eine Gouloise. Ich möchte kurz auf den Eiffelturm zurückkommen, weil wenn man im Eiffelturm ist, da gibt es auch, die haben so Handwerkerpuppen da dran gebaut, um zu an den Bau dieses Dingens zu erinnern und an die Handwerker. Vielleicht ist es ein der alte Baumeister des Turmes dieser fucking Kirche, den die noch... Saint-Mère-Église. Saint-Mère-Église. Bitte nicht, diese beiden... Könntest du bitte... Es hat was. Es hat was mit Erinnern zu tun. Erinnern, ja. Vielleicht lag dieser Ort, der liegt ja am Meer, oder? Denke ich mal. Ja, vielleicht lag der ja nicht nur mal am Meer, sondern war auch mal unter Wasser, weil sehr viel Meer da war. Und ein Schiff hat bei einer Kollision mit der Kirche die Galionsfigur verloren. Und dann ist das Wasser langsam wieder heruntergegangen und jetzt hängt die da. Ich bin dafür, dass der diesen Klöppel in der Hand hat von einer Glocke. Weil dieser Mensch, diese Glocke war nämlich kaputt. Die hatte keinen Klöppel mehr. Bing, bong, bing, bong. Und dann hat der irgendwie Alarm mit irgendwas anderem gemacht an der Glocke. Und das ist, mit der Glocke hat es was zu tun. Das hat was mit dem Glockengeläut zu tun. Nein. Danke, Herr Balder. Er ist Dachdecker. Er war Dachdecker, weil das Dach undicht war. Und da musste man damals, wie auch heute, von außen die neuen Schieferziegel draufpacken. Und weil das jetzt so super dicht ist, hat man gesagt, boah, was für ein geiler Dachdecker. Und hat zu Ehren ein Denkmal so eine Puppe daran geklatscht, mit einer Ziegel in der Hand. Hat der ein Musikinstrument in der Hand, Herr Balder? Das ist alles furchtbar. Seit wann hat der eine Trompete in der Harfe, hat der irgendein Musikinstrument in der Hand? Nein. Hat der ein Handwerkszeug in der Hand? Auch nicht. Hat der eine Harke? Nein, was soll denn mit der Harke? Hirtenstab! Nein. Ein Hirtenstab! Seit wann hängt die denn eine da? Eine Salami. Ich sag jetzt einfach mal was. Ja, finde ich gut. So ein Schraubenschlüssel. Ja. Der hängt schon ziemlich lange da. Ein halbes Hähnchen aus dem 17. Jahrhundert. Sie dürfen nichts. Ich darf nicht sagen, seit wann. Klingelbeutel. War das vielleicht der letzte Tittentaster im Ort? Und der hat noch zwei Tittentaster. Ich werde es euch sagen.
Ihr kommt nicht drauf. Diese Puppe hängt dort zur Erinnerung an John Steele. Natürlich. Na, wer kennt ihn nicht? Jetzt weiß man nicht, wer John Steele ist. Ich sag's euch. Emma Peel und John Steele. Also. Mit Schirm, Charme und Melone. Der amerikanische Fallschirmspringer John Steele gehörte zu den Truppen, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 in der Normandie landeten. Steele war damals mit seinem Fallschirm am Kirchturm hängen geblieben. Er stellte sich mehrere Stunden tot und überlebte so die Kämpfe. Und zum Andenken an Steele und die Befreier der Alliierten hängt heute eine lebensgroße Puppe mit Fallschirm. Am Kirchturm von Saint-Mère-Église. Michael Drack, 500 Euro. So schnell geht das. Ja, nur mal der Defektist. Und möchte wissen, warum kann man in China überall Zickzackbrücken sehen? Kennt ihr wahrscheinlich. Nein, Sie machen es aber jetzt mal eben vor, Herr Walder. Ja, Zickzackbrücken. In diesen chinesischen Parks gibt es überall Brücken, die immer so gehen, dann wieder so. Weil die nicht nur Schlitzaugen haben, sondern auch noch schielen. Nee, also, vor allen Dingen die Architekten. Zickzack im Sinne von oben nach unten, Zickzack, nein, oder im Sinne von links im Sinne und von rechts? Von links nach rechts. Feng Shui ist sieht man in den chinesischen Parks überall. Keine einzige Brücke, die immer nur geradeaus geht. Es geht immer vor und dann rechts und dann wieder links und dann wieder links. Alte Brücken oder auch neu? Auch neu. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, die sind nicht rechtwinklig zum Ufer, diese Brücken. Zu welchem Ufer? Ja, zu dem Ufer, wo die Brücke zum über anderen das Wasser... Ufer, zum anderen Ufer. Ja, muss nicht unbedingt sein. Die sind daran, im Zickzack gelegt, die Brücken. Warum? Ich möchte den Gedanken des Kollegen Barth aufgreifen. Hat es was mit Feng Shui, mit der Fließrichtung von harmonischen Strömungen zu tun? Absolut falsche Antwort absolut von Professor Maria Herbst. Aber sehr hübsch jetzt. Ich habe damit ja auch nur Mario Barth zitiert. Natürlich. Dankeschön. Ja. Es liegt daran, dass die Panda-Bären nicht nur sehr selten sind, sondern in China auch unter Denkmalschutz und Naturschutz stehen. Und überall, wo ein Panda-Bär sich niederlässt, und die bewegen sich ja nicht besonders viel, und zufällig aber gerade eine Brücke gebaut werden muss, müssen die um diese Panda-Bären... Das ist aber besonders schön. Auch Herr Dietrich hat vergessen, heute Morgen seine Psychopharmaka einzunehmen. Oder ich habe sie gerade genommen. Ja. Oder zu viel. Oder zu viel. Zu viel. Oder hat Hugos genommen. Ja, natürlich. Also was... Mach du. Bitte. Darf ich? Nein, lass mich. Egal. Du. Also ich glaube... Nee, lass du. Mach dir. Hat das was mit Geistern und so zu tun? Weil gerade die Asiaten glauben ja extrem an Geister. Was wolltest du sagen? Drachen. Es hat damit was zu tun, mit Geistern. Geist. So, jetzt bist du dran. Es hat was damit zu tun. Ja, und zwar um die Geister... Um niemals den bösen Geist den Rücken genau zu drehen zu müssen. Irgendwie oder so. Geister kreuzen Wasser immer direkt. Ja, die sind wasserscheu. Viel einfacher. Viel einfacher. Geister können nicht um die Ecke gehen. Geister können nur geradeaus gehen. Richtige Antwort. Ja. Sehr gut. Also die Chinesen glauben, dass böse Geister nur geradeaus gehen können. Und wenn man also von einem bösen Geist verfolgt wird, dann flüchtet man auf eine Zickzackbrücke, weil der böse Geist zwangsläufig runterfallen wird. Warum volltrunken auch Zickzack fahren? Weil die böse Polizisten nur geradeaus fahren. Natürlich. Ja. Sehr schön. Ja, Stefan, tut mir leid, aber unser kleiner Streber ist wieder am Werk. Also Huibu ist hydrophob. Ja, das muss man sich erstmal zur Zunge zergehen lassen. Finde ich sehr interessant. Ja. Ute Mösinger aus Freiburg-Lehen möchte wie heißt folgendes. Die Dame? Nein. Ute Mösinger. Nein. Mario, du hältst jetzt deinen Mund. Nein. Ute aus Freiburg-Lehen möchte folgendes wissen. Warum fangen Eissturmvögel oft mitten im Flug an zu kotzen? Weil sie Bernhard Hoeker unten sehen. Nein. Turbulenzen. Ja, nee, genau, weil der Eissturmvogel, der wirkt wahrscheinlich seine kleine Fischbeute runter, um die dann kilometerweit seinen kleinen Kindern im Nest wieder hervorzubringen. Nein, ich weiß warum. Und bei den Turbulenzen, da kommt es schon manchmal zum Up, dass der Fisch halt vorher rauskommt. Sehr guter Ansatz, aber das ist, glaube ich, nur die Lösung B. Lösung A ist, glaube ich, die haben keinen Reichweitenverlängerer. Nein, ich finde das wichtig, dass wir mit Gelerntem auch nach vorne gehen. Ja, klar. Auch wenn es blöd ist. Also, Eissturmvögel kotzen oft mitten im Flug. Warum? Flugzeuge enteisen ja auch die Tragflächen. Und ich glaube, oder?
damit sie leichter sind, damit die kotzen, damit Ballast sie abwerfen. Ballast abwerfen. Ich glaube, die waren das alle. Find ich auch cool. Ich glaube, die arbeiten an einer zweiten Karriere als Model. Und bei denen ist ja das Bulimische ist ja bekannt in diesem Berufsstand. Und Auerhahn, sagt man ja auch. Ja. Ja. Bitte? Nichts. Ich glaube. Naja, aber Herr Walter, ganz kurz, der Ursprung schon, dieses Würgen der Fischchen, um sie später rauszuwürgen für ihre Nachkommen, das hat damit nichts zu tun, dass sie sich dann übernommen haben? Wegen dem Flugverhalten. Nicht freiwillig. Wegen dem Flugverhalten. Aufgrund des Flugverhaltens, also dieses Eissturm. Nein, der teilweise drehen die sich ja auch auf dem Kopf. Warum das denn? Weil es einfach geil aussieht. Weil es geil aussieht. Frauen rumzukleben. Ja. Ja, um den Flamingos zuzugucken. Also wenn ich mich... Sehr gut. Wenn ich mich an meine letzte Übelkeit erinnere, dann weiß ich... Ja, das ist nicht... Mit dem Kopf im Kühlschrank? Nein! Ja, da denke ich aber gerade dran. Da weiß ich nur, danach hat man so eine Bombe, die ist knatscheheiß. Und jetzt so ein Eissturmvogel fliegt ja durch kalte Luft, hat einen kalten Kopf. Wenn der sich jetzt übergibt, dann drückt der gleichzeitig das Blut in den Kopf, fängt an zu schwitzen, dem ist wieder warm und zack, ihm geht's gut. Macht das ja nicht absichtlich. Nein, macht er nicht absichtlich. Der kotzt ja einfach so aus Versehen. Der fliegt da vor sich hin und plötzlich... Und fliegt weiter und sagt, Scheiße! Hängt das vielleicht tatsächlich mit einer Region zusammen, über die fliegen? Dass sie über Bayern beispielsweise... Aber Bayern fliegen da noch nicht kotzen, aber dann nach Ostern. Die sich vielleicht eventuell von, was wir ja schon mal auch lustigerweise gesehen haben früher in den Filmen, wenn Elefanten oder Affen vergorene Früchte zu sich nehmen, dass sie da wirklich betrunken sind. Also kotzen die wirklich, weil sie zu viel Alkohol zu sich genommen haben. Nee. Im Sinne von. Ich glaube, es ist so, also wenn der Vogel fliegt, dann ist zwischen Magen und Kopfausgang, also Schnabel, ist eine gerade Linie und keine Peristaltik. Wenn der Vogel jetzt, das hängt mit der Binomik zusammen. Ja, wenn der Vogel jetzt fliegt und wird von oben von einem Adler gegriffen, so, dann bleibt der sozusagen stehen. Der Mageninhalt hat das aber nicht mitbekommen. Und der macht dann, aber das war doch gar nicht mehr. Ja. Alles gut, Schluss jetzt. Sie jetzt eine bessere. Ich hoffe es. Also, aus Angst. Der Grund heißt Skua. aus Angst. Der Grund heißt Skua. Skua ist eine Raubmöwe, die auf ganz besondere Art an ihr Fressen gelangt. Diese Raubmöwe verfolgt Eissturmvögel, aber auch Gänse zum Beispiel, und schikaniert sie im Flug mit Fußtritten. Was sag ich immer? Und Schnabelhieben. Und die angegriffenen Opfer, also die Eissturmvögel, kriegen es mit der Angst zu tun und kotzen. Und die ausgekotzte Nahrung wird noch im Flug von der Raubmöwe aufgefressen. Also ist die Möwe für den Eissturmvogel das, was der Sat.1 Unterhaltungschef für dich ist? Sehr gut. Ute Mosina, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Das heißt, die Möwe frisst dann aber nur das Ausgespuckte und nicht den Eissturmvogel. Nein, nein. Die frisst nicht den Eissturmvogel. Hat denn damit das überhaupt beobachten können? Dann werde ich Sie mal fragen. Nein, diese Skua, die traktiert diese Eissturmvögel wirklich im Flug mit Fußtritten, Schnabelhieben. Und die haben so einen Schiss, die kotzen wirklich im Flug. Ich finde die Vorstellung so dermaßen süß, dass sie Angst haben und erbrechen vor Angst. Also sowas wir nur vor Deutsch-LK oder Mathe-LK. Sie tun das natürlich dann auch, weil sie merken, dass sie dann auch leichter werden und dann auch schneller fliegen zu können. Aber sie haben keine Chance. Chance. Ja, aber aus Angst. Erstmal ist es Angst. Ja. Ist schon toll, was alles so passiert. Ja, da glauben wir, dass Vögelchen keine Gefühle haben. Natürlich haben die Gefühle. Wir glauben ja nur, dass Hohecker keine hat. Hohecker hat einen Vogel. Nein, so. Er hat Gefühle. Und jetzt guck mal, die Reaktion, die Reaktion, die soll dir wehtun. In diesem Moment hast du deinen alten Freund wieder. Das war genial daneben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.